Das Wintersechseck ist eine Konstellation gut sichtbarer Sterne am südlichen Winterhimmel. Das markante Gebilde entsteht, wenn man die hellsten Sterne gedanklich verbindet. In Mitteleuropa ist das kosmische Muster von September bis April zu sehen. Ansonsten gehören die Sterne des Wintersechsecks unterschiedlichen Sternbildern an. Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Rigel im Orion, Sirius im großen Hund, Procyon im kleinen Hund und Pollux in den Zwillingen. Mit einem guten Fernglas sind in der Umgebung einige Sternhaufen und Nebel zu beobachten, darunter die Plejaden. Bei den Plejaden im Sternbild Stier handelt es sich um einen Sternenhaufen, den bereits unsere Vorfahren gut kannten und für Datierungen nutzten. Eine frühzeitliche Hochkultur in Mitteldeutschland hat die Plejaden auf der Himmelsscheibe von Nebra verewigt. Das geschätzte Alter des Bronzeartefakts beträgt 3600 Jahre. Mit bloßem Auge sind 6 bis 7 Sterne zu sehen. Tatsächlich umfasst dieser Sternhaufen aber mindestens 1200 Sterne. Ebenfalls im Stier kann der Krebsnebel M1 gesichtet werden. Er besteht aus der Explosionshülle der Supernova aus dem Jahr 1054. In der Westhälfte des Sechsecks, südlich der drei Sterne des Oriongürtels, fallen die roten Wasserstoffwolken des Orionnebels auf. In diesem Gebiet, 1350 Lichtjahre von uns entfernt, entstehen neue Sterne. Und nicht zu vergessen der Mond, der im Januar und Februar das Sechseck durchwandert. Capella bildet die Spitze und gehört zu einem Doppelsternsystem. Der Stern ist ca. 43 Lichtjahre von der Erde entfernt und etwa 13 Mal größer als die Sonne. Seine Leuchtkraft beträgt das 90-fache. Das verschafft ihm einen vorderen Platz unter den hellsten Sternen am Himmel. Stern A und B umkreisen innerhalb von 104 Tagen einen gemeinsamen Schwerpunkt. Sirius ist ebenfalls ein Doppelstern mit Sitz im Sternbild Großer Hund. Er ist der hellste Fixstern am Nachthimmel. Mit 8,6 Lichtjahren Entfernung ist Sirius ein Nachbar der Sonne. Der lichtschwache Begleiter von Sirius A ist nur etwa so groß wie die Erde, hat aber 98% der Masse der Sonne. Es war der Astronom Friedrich Bessel, der 1844 eine Unregelmäßigkeit in der Eigenbewegung des Sirius entdeckte und das Phänomen als Einfluss eines nicht sichtbaren Doppelsternpartners interpretierte. Er kommentierte die Entdeckung mit dem Satz: Dass zahllose Sterne sichtbar sind, beweist offenbar nichts gegen das Dasein zahlloser Unsichtbarer. Über die Nacht hinweg bewegen sich alle Himmelskörper Richtung Westen. Gegen 6.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht der Mond über dem westlichen Horizont unter und im Licht der aufgehenden Sonne muss auch das Wintersechseck schließlich weichen.